herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Freuen uns, dass dann doch ein paar auch direkt am Tag nach dem Spiel wieder den Weg zu uns gefunden haben. Samstag das Auswärtsspiel in Kaiserslautern und ich denke, was dann alle interessiert, kannst du uns schon ein bisschen was zu Marcel Franke und Nico Giesemann sagen und generell zur personellen Situation? Ja, also von der personellen Situation schaut es so aus, dass natürlich all die Spieler, die jetzt schon beim Spiel gegen Braunschweig gefehlt haben, nicht mit dazukommen werden, auch fürs Wochenende zum Kader. Und bei Giesemann und Franke so noch keine Aussage getroffen werden kann, ob sie am Samstag einsatzfähig sind oder nicht. Aber wir sind auch auf diese oder werden auf diese Situation vorbereitet, sollte es bei beiden nicht gehen. Also da habe ich jetzt eigentlich keine Angst, dass wir keine schlagkräftige Abwehr auf die Beine stellen können. Beide haben Adduktorenprobleme. Gut, dann steigen wir doch gleich in die Fragerunde ein. Dieter Bracke. Hat sich bei deiner Beurteilung der gestrigen Partie durch das Überschlafen etwas geändert oder geht noch das, was du gestern erzählt hast? Ja, also auch wenn ich Nacht drüber geschlafen habe, der Elfmeter ist immer noch nicht drin. Und ansonsten denke ich, haben wir auch, wenn ich Nacht drüber geschlafen habe, die erste Halbzeit sehr, sehr ordentlich gespielt. In gewissen Situationen etwas zu langsam, mit zu viel Ballkontaktzeit. Dann dieser letzte Ball, dieses Belaufen der Schnittstellen, war gestern nicht so in dieser Güteklasse, wie wir es gegen Heidenheim gemacht haben. Und da gilt es schon nochmal darum, uns nochmal zu schärfen, die Sinne zu schärfen, dass wir genau dieses Belaufen der Schnittstellen, dass wir das weiterhin machen. Das ist mit sehr viel Aufwand verbunden, weil es natürlich auch häufig so ist, dass man einfach nur mal den Gegner da auch wegziehen muss mit diesem Lauf. Und es kostet natürlich Kraft. Und diese Kraft haben wir aber auch. Und darum wäre es auch wichtig, dass wir diese Wege gegen Kaiserslautern noch mal gehen. In der zweiten Halbzeit nach wie vor ist es so, dass wir versucht haben, auch aufgrund der Wechsel, die natürlich zustande gekommen sind, gerade der beiden Innenverteidiger durch die Verletzung, dass wir da bewusst offensiv gewechselt haben, also praktisch für den Innenverteidiger einen Stürmer gebracht haben, für den zweiten Innenverteidiger dann einen Sechser gebracht haben, dass wir das auch nach außen hin dokumentieren, dass wir sagen, wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen und nicht sagen, wir wollen da irgendwie was absichern, sondern wir wollten dieses Spiel gewinnen. Leider war aber eben durch diese Auswechslungen so ein kleiner Bruch drin für 10, 15 Minuten, aber den hat die Mannschaft dann nach wie vor auch sehr, sehr gut abgefangen durch eben füreinander das Einstehen und das war einfach gestern wichtig. Dieter. Max, gehst du gleich mal auf die Seite. Danke. Du hast gestern erwähnt, dass der Dursun etwas müde wirkte. Ist er dennoch am Sonntag in Kaiserslautern ein Thema? Ja, davon gehe ich aus. Dass er jetzt die Anfangsformation. Ja, jetzt, wie gesagt, davon gehe ich aus, dass er ein Thema werden kann. Und das ist mit Sicherheit auch ein Faktor der Überlegung, dass wir sagen, okay, jetzt hat er gestern ein bisschen weniger Spielzeit gehabt und von daher denke ich, wird die Müdigkeit raus sein. Aber man darf natürlich nicht vergessen, er ist ja jetzt auch frisch verheiratet. Also dieser Faktor Müdigkeit kann ja dann auch eine Rolle spielen. Der Druck in der Partie lastet vor allem auf dem 1. FC Kaiserslautern, der ja verzweifelt gegen den Abstieg kämpft. Ist das ein positiver Aspekt für deine Mannschaft? Das interessiert uns gar nicht. Ob letzte Woche hätte ich sagen können, so positiver Aspekt, weil Braunschweig um den Aufstieg spielt. Jetzt spielt Kaiserslautern. Also wir brauchen keine Effekte von außen. Wir schaffen uns unsere Effekte selber. Und da wollen wir schon schauen, wie kriegen wir unsere Performance auf den Platz. Und das machen wir schon gegnerunabhängig. Martin Czarno. Eine meiner Lieblingsfragen, was erwarten Sie für einen Gegner? Wie wird Kaiserslautern da auftreten? Also Abstiegskampf hin oder her, aber die sind im eigenen Stadion. Ist das noch das Kaiserslautern von vor ein, zwei Jahren oder wie ist so Ihr Gefühl, was kommt da auf Sie zu?
Das Gefühl ist natürlich schon, dass da natürlich sich jetzt vielleicht auch ein bisschen was bündelt, dass vielleicht auch die Zuschauer merken, okay, die Mannschaft braucht unsere Hilfe dass da vielleicht ein bisschen mehr los sein wird, dass vielleicht ein bisschen so wieder so eine Betzenberg-Atmosphäre entsteht. Das kann durchaus der Fall sein. Die letzten zwei Spiele haben sie in ein bisschen einer veränderten Grundordnung dann auch gespielt und versuchen das Ganze jetzt ein bisschen aggressiver anzugehen, gegen den Ball ein bisschen höher zu pressen. Ja, und da muss man mal abwarten, wie wir dem Ganzen da entgegentreten. Und den Johannes Vandenberg habe ich gestern auch schon gefragt, wie motivieren Sie die Mannschaft momentan? Es sind ja dieses Saisonziel, das betone ich ja auch immer wieder, ist ja sehr abstrakt, aber wie finden Sie den Schlüssel dazu, dass Sie immer wieder sagen, kommt Leute, heute zerreißt er euch nochmal, obwohl es ja eigentlich nur noch um eine gute Tabellenplatzierung geht? Ja, nee, es geht nicht um eine gute Tabellenplatzierung, sondern es geht darum, besser zu werden. Das ist, und ich von der Situation ist es ja so, dass in der Neuzeit, in der wir uns jetzt im Fußball befinden, gibt es ja unheimlich viele Kameras im Stadion, und da kann man halt natürlich schon auch verschiedene Blickwinkel auch auf so ein Spiel bekommen, und diese Blickwinkel versuchen wir auch der Mannschaft so weiterzugeben und eben auch da Situationen aufzuzeigen, was schon sehr, sehr gut läuft, aber auch Situationen aufzuzeigen, die weniger gut laufen. Und ich denke, das liegt in der Natur des Menschen, dass das eigentlich die Motivation anregt, das in Zukunft besser zu machen. Und das ist die Motivation. Ja, die Motivation kann nie vom Trainer kommen. Die Motivation muss von einem selber kommen. Wenn sie vom Trainer kommt, ist es eine Manipulation. Und manipulieren, das ist nicht so gut. Das ist immer nur kurzfristig. Dieter. Spielt auch eine gravierende Rolle die Tatsache, dass nicht wenige Verträge auslaufen, dass einige um neue Verträge kämpfen, andere wollen sich ins Schaufenster stellen, wollen vielleicht woanders unterkommen. Ist das auch ein Motivationsgrund? Kann ich nicht sagen, da müssen Sie die Spieler selber fragen. Weil ich habe es halt immer anders gehalten. Für mich war nie weder das Geld eine Motivation, zu laufen oder nicht zu laufen oder zu kämpfen oder nicht zu kämpfen, sondern für mich war es immer der Sport an sich. Und dann ist es mir egal, ob ich um einen Vertrag spiele, sondern ja, Berufung oder Beruf kommt von Berufung. Ja, und wenn ich da eben ein besonderes Talent zum Fußballer habe, dann mache ich das eben gern. Wahrscheinlich ist es für die meisten Spieler ja auch noch irgendwann mal ein Hobby gewesen. Und wenn ich einem Hobby nachgehe, dann gehe ich diesem Hobby gerne nach. So, und dann habe ich Motivation, habe ich Emotion. Und unterm Strich dann ist doch zwangsläufig, dass dann auch die Leistung kommt. Fürth hat jetzt eine Mannschaft, die in den letzten Wochen überzeugt hat, die sich stark verbessert hat. Und jetzt kommt wieder das Dilemma, neue Verträge. Ist es nicht ein Problem, dass man nicht aufbauen kann auf diese Mannschaft, die sich jetzt gefestigt hat, sondern dass wieder vielleicht der eine oder andere geht, dass wieder ein Neuanfang gestattet werden muss? Das ist doch alles nur konjunktiv. Das wissen wir doch gar nicht, ob das so kommt. Das wissen wir doch nicht. So, also wir haben jetzt, es sind glaube ich nur 7 Wochen bis zum Saisonende, und da kann noch einiges passieren. Und vielleicht überraschen wir ja mal alle. Und dann ist es eine positive Überraschung. So, und deshalb warten wir da mal ab. Ja, so ist es. Gut. Da hinten sind zwei. Moni Werft machen wir dann. Die winken schon verzweifelt. Ja, Dieter, ne? Also die Serie ist ja wirklich unglaublich, muss man schon auch mal sagen. Seit 9 Spielen ungeschlagen. Welche 3 Gründe gibt es denn aus Ihrer Sicht, dass es so gut läuft, gerade bei den Fürthern? Arbeit, Arbeit, Arbeit. 3 Gründe. Und keine Manipulation, okay. Genau, so ist es. Jetzt haben Sie auch die magische 40-Punkte-Marke geknackt, sagt man ja immer so, jetzt kann gar nichts mehr schief gehen. Gibt es denn jetzt so ein Schulterklopfen vom Präsidenten oder wird es gar nicht?
Nee, wir waren vorher, als wir noch keine 40 Punkte hatten im Austausch. Und jetzt haben wir 40 und wir sind immer noch im Austausch. Und wir im Trainerteam, wir brauchen jetzt nicht dieses Schulterklopfen, sondern wichtig ist, dass man sowohl in positiven Situationen als auch in negativen Situationen vernünftig miteinander umgeht und das Ganze sachlich diskutiert. Und jetzt nur, weil man jetzt mal ein paar Spiele umgeschlagen ist, dass man da anfängt zu spinnen, sondern einfach das Ganze mal normal miteinander umgeht, das auch sachlich und kritisch das Ganze auch hinterfragt, aber auch bewertet und beurteilt. Das ist das Wichtige. So, und dann gibt es da nichts Besonderes. So, jetzt darf der Daniel noch. Ist jetzt gerade schon gesagt, 9 Spiele ungeschlagen, gerade die großen Mannschaften hat man ja auch geschlagen, dann schwingt aber Ihnen so ein bisschen Stolz trotzdem mit, weil als Sie ja angefangen haben, hätte ja auch wirklich ganz anders laufen können. Gerade im Zweitliga-Fußball wäre das jetzt keine Überraschung, wenn das ein Auf und Ab geworden wäre. Ja, also wie gesagt, natürlich ist man schon ein Stück weit froh, dass wir das alles so hinbekommen haben. Aber wir haben ja schon auch genügend Dinge gesehen, wo wir sagen, da wären wir auch froh, wenn das auch irgendwann mal klappen würde. So, und das sind so Situationen, also als Fußballtrainer, zumindest geht es mir so, ist man immer drin, man lebt nicht so von dem Umfeld, sondern vielmehr, ja, du beschäftigst dich mit deiner Mannschaft, mit der täglichen Arbeit und dann denkst du immer, Mann, oh Mann, das könnte doch besser sein. Und wie können wir das hinbekommen, dass man das eben im nächsten Spiel hinbekommt? Und da lebt man nicht so sehr von diesem Umfeld. Ja, also wichtig ist einfach, dass die Fans das gestern wunderbar, also wirklich ganz klasse honoriert haben, dieses Spiel auch honoriert haben, dass wir dieses Spiel gewinnen wollten, bis zum Schluss gewinnen wollten. Und ich finde, das ist eigentlich so das Positive, was ich in der Form so in dieser Geschwindigkeit nicht erwartet hätte, dass da plötzlich so Schulterschluss zu den Fans entstehen kann, dass man die mitnehmen kann. Also das finde ich überragend. Und das ist aber auch nochmal wirklich ja, eine Aufgabe für uns als Verein, dass wir das noch mehr intensivieren, dass wir da noch mehr, größere Beziehungen herstellen, so, dass wir da einfach so, ja, wie so kleine Euphorie vielleicht mal entfachen könnten, ne, im Umfeld. So, von der Euphorie zu sprechen, finde ich, kann man jetzt noch nicht sagen, aber das Ziel muss es sein. Und da, wie gesagt, da brauchen wir einfach wieder diese Bindung zu den Fans. Und diese Bindung kann nicht nur entstehen, wenn ich ein Heimspiel habe, sondern diese Bindung muss eigentlich in der täglichen Arbeit bestehen. Dieser Kontakt muss viel mehr intensiviert werden. Die Fans müssten eigentlich viel mehr Einblick in unseren Alltag haben, so, und auch mehr Informationen bekommen über unseren Alltag, weil dann können sie vielleicht andere Sachen viel besser einordnen, so, und dann sagen, ja, wir sind ein Teil von dem Ganzen, geil, da wollen wir hin. Und da, denke ich, haben wir auch noch ein bisschen einen Weg, den wir bestreiten müssen, aber zumindest haben wir jetzt schon mal damit angefangen und jetzt gilt es, den dann auch weiterzuführen. Wo Sie gerade bei den Fans sind und dass es die Bindung ein bisschen mehr sein soll. Gestern hat der Clubtrainer zum Beispiel gesagt, Spieler zu halten hängt auch davon ab, wie das Umfeld ist. Also gerade wie die Fans jetzt auch Spieler schätzen und auch mal zu den Spielern stehen, wenn die jetzt nicht klar super spielen, aber trotzdem man weiß, kann das auch so ein Punkt sein, genau, bei Fürth auch, dass einfach dann ein Spieler bewogen werden kann, hier zu bleiben, wenn er merkt, okay, das sind jetzt auch Fans, die pushen mich, die stehen hinter mir, auch wenn ich mal ein Scheißspiel abliefer. Ja, aber das ist ja die Meinung des Trainerkollegen, das muss ja nicht meine Meinung sein. Das ist ja so, natürlich kann man das so einfordern, aber ich kann es ja auch andersrum sehen. Ja, ich kann doch auf den Fan zugehen. So, und dann wird der Fan ja mich vielleicht dann auch mit anderen Augen sehen oder die Mannschaft mit anderen Augen sehen und vielleicht unterstützt uns ja gerade deswegen. So, und dass er dann eben genau bei solchen Situationen drüber wegschaut. Also ich gehe immer davon aus, dass man als Mannschaft, als Verein den ersten Schritt machen muss und dann kann man erst irgendwelche Zuwendungen in Form von Zuspruch, ja, also sowohl in der Anzahl, aber auch tatsächlich, was in dem Wort steht, Zuspruch, dann kann man erst diesen Zuspruch von den Fans erwarten. Ja, also man muss dann schon erstmal selber diesen ersten Schritt machen und nicht immer den Schritt von den Fans erwarten. Ja.